Der Fee, wer ist da? Ja. Thank you.
jetzt geht's weiter mit dem Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe. Und mein Zauberlehrling, das ist der Matthias. Wenn ich der Hexenmeister bin, dann begebe ich mich jetzt mal weg. Das ist schön. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder. Wahrlich, ist schon an dem Flusse. Und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschen Gusse. Schon zum zweiten Mal, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merke es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende. Wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen. Will ihn fassen. Das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger. Welche Miene, welche Blicke. Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen? Sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steh doch wieder still! Ach, willst am Ende gar nicht lassen? Will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beine spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder. Wie ich mich nur auf dich werfe. Gleich, o Kobold, liegst du nieder. Krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen. Seht, er liegt entzwei. Und nun kann ich hoffen und ich atme frei. Wehe, wehe! Beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte! Und sie laufen. Nass und nässer wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke. Erst hervor, der alte Meister! Das war also das Gedicht, was der Johann Wolfgang von Goethe vor 200 Jahren sich ausgedacht hat. Da ist er, sein Sohn Karl war damals 9 Jahre alt und ich denke, er wird ihm die Geschichte auch erzählt haben. Übrigens, der Goethe ist auch heute nach 200 Jahren immer noch aktuell. Zum Beispiel auch darin, dass der Kulturkreis vom Gasteig eine große Goethe-Reihe macht. Ich habe nämlich den Herrn Dr. Klapp gesehen, der sitzt da irgendwo.
Und der ist nicht nur für den Goethe zuständig, sondern er macht auch unsere Kinderkonzerte, veranstaltet er, nicht die Philharmoniker. Ja, jetzt möchte ich euch mal fragen, der Hexenmeister hat sich wegbegeben. Und er hat gesagt, Lehrling, geh du runter, Azubi, und hol mir 20 Eimer voll Wasser und kipp die in die Badewanne. Aber ihr wisst den Zauberspruch, dass ihr nicht selber schleppen müsst, sondern dass der Besen das macht. Wer würde jetzt den Zauberspruch sagen, dass der Besen das holt? Ja, das sind sehr wenig, ja, ja. Also, und die anderen würden alle das Wasser schleppen, ja? Ja, ihr seid gut beraten daran, denn heute geht es uns nach 200 Jahren nicht mehr mit dem Besen und dem Wasser in die Badewanne, das ist ja längst gegessen, dass wir da warmes Wasser auftreten. Heute geht es um ganz andere Sachen, weil wir so bequem geworden sind, aber das sollen euch mal eure Eltern, eure Lehrer erklären, das führt jetzt zu weit. Jetzt haben wir einen Komponisten, der hat vor 100 Jahren, das ist der Paul Dukas, der hat vor 100 Jahren zu dem Gedicht von Goethe die Musik gemacht und die ist so toll komponiert, dass man alles versteht, auch wenn man keine Worte dazu hört. Er kommt damit aus, dass man vier Themen, vier Melodien hat, die immer an jeder Stelle ganz charakteristisch auftreten. Zum Beispiel ist das der Besen, das Fagott. Das heißt so, Besen, hol mir das Wasser, Wasser, hol mir das Wasser. Mach das mal mit, ja? Besen, hol mir das Wasser, Wasser, hol mir das, ja, das müsst ihr natürlich kräftiger mitsingen. Besen, hol mir das Wasser, Wasser, hol mir das Wasser, ja, ganz gut, ja. Da, das ist der Besen unten, Wasser, Wasser, hol mir das Wasser, Wasser, das ist der Besenstiel. Ja, und das nächste Thema ist das Thema vom Oberlehrling, das ist, klingt so. Ach, wie geht's mir so gut, so gut, so gut, so gut, so gut. Ja, ach, wie geht's ihm so gut, vorläufig. Später wird das ganz anders. Ja, das dritte Thema ist das Thema vom Zauberspruch. Da spielen die Blechbläser. Der Zauber gelingt, heißt es da. Und dann haben wir noch ein Thema, das ist aber immer ein bisschen verschieden. Das kann so klingen, wie das zum Beispiel. Oder es kann auch so klingen. Was ist das für ein Thema? Das Wasser, jawohl, das ist das Wasser. Wenn jetzt das Stück anfängt, da ist alles noch in Ruhe, es ist mittags, die Sonne scheint, es ist heiß, die Hitze, die macht das Cello mit einem Flageolettton. Ja, der klingt gar nicht wie Cello, das klingt so wie flötenartig. Aber das klingt wie Hitze, ne? Und dann hört man den Fluss weit, weit entfernt draußen vorbeifließen. Das klingt so. Ja, und dann haben die Geiger den Dämpfer dazu auf, damit es leise klingt, weit weg klingt, lontano. Nimm mal den Dämpfer runter und hörst du erst mal an, wie das ohne Dämpfer klingt. Naja, das ist viel zu laut. Und dann hört man, sieht man, wie auf dem Fluss die Sonne glitzert. Das machen die Holzbläser, das klingt so. Und in der Ecke steht der Besen, das spielt die Klarinette. Das ist der Besenstiel, den ihr da macht.
Und was haben wir noch dabei? Dann sind ein paar Harfentöne dabei. Ja, das sind auch ganz eigenartige Töne. Das sind auch Flageolett-Töne. Da hat sie nämlich den Handballen, den stützt sie da in die Mitte von der Seite. Dann klingt das so und ohne Handballen. Ja. Also und jetzt wollen wir mal hören, wie dieser leise Anfang klingt, wo alles noch schläft. Jetzt, frech wie Oskar, kommt der Zauberlehrling daher. Ach, wie geht's mir so gut, so gut, so gut, sagt er. Und dann fällt sein Blick auf den Besen. Der Blick, der fällt, das ist die Harfe mit einem Glissando. Und der Besen, der wird von der Trompete gespielt. Ja, steh bitte mal auf. Da zeig mal, du hattest da auch den Dämpfer drin. Damit es nicht zu laut ist, mach mal ohne Dämpfer, wie das klingt. Passt nicht zu dem Anfang. Jetzt wollen wir mal hören, wie der Zauberlehrling kommt und den Besen sieht. Wie geht's mir? So gut, so gut, so gut, so gut. Das Ende vom Besenstiel, habt ihr gehört, das war das Horn. Und auch der Hornist hat seinen Dämpfer aufgesetzt. Nein, nicht den Dämpfer, sondern, steh mal auf, er hat die Hand tief in das Horn reingesteckt. Jetzt nimm mal die Hand raus. Ach, das ist doch nichts, nein. Und jetzt passiert's, jetzt wird der Zauberspruch gesprochen. Der Zauber gelingt. Der Zauber. Und jetzt passiert's. Der Besen fängt an, sich zu bewegen. Erst ruckelt es so ein bisschen langsam und dann kommt er in Fahrt. Nochmal. Und der Zauberlehrling ist high. Jetzt hört euch an, wie das klingt, wenn er so richtig gute Laune hat. Ach, wie geht's mir so gut, so gut. Wisst ihr, die gute Laune, die kommt vor allem von dem Glockenspiel da hinten. Spielt das doch mal. Ja, das ist die perfekte gute Laune, ja. Und beim nächsten Mal, wenn der Besen jetzt schon wieder das Wasser bringt, da pritschelt's schon ganz schön. Hört euch das mal an. Das wollen wir mal sehen, was da alles spielt. Stellen wir uns mal eine Torte dazu vor. Der Tortenboden unten, den machen die Blechbläser mit dem Thema. Ja, und das ist der Tortenboden. Und jetzt kommt also der Fruchtbelag, die Heidelbeeren und die Erdbeeren. Ja,
Und die Sahnefüllung, das machen die Streicher, das klingt so. Ja, ja, danke. Und jetzt haben wir die Harfe, die geht ganz schnell nach oben. Das ist der Zuckerguss. Und ganz oben auf der Torte, was ist das noch? Das spielt das Glockenspiel, das ist der Puderzucker. Das ist sauschwer. Das ist so eine schwere Stelle, die muss bei den Münchner Philharmonikern als Probespielstelle gespielt werden, dass da ja kein Ton falsch ist. Da dürfen die nicht in die Noten gucken dazu, das müssen die alles auswendig können, die Schlagzeuger. Stimmt's? Ja. Okay, jetzt hören wir uns das alles nochmal zusammen an. Und so weiter. Und jetzt ist der Zauberlehrling immer noch, merkt noch nicht, dass die Stunde geschlagen hat. Er kommt stolziert wie ein König daher. Das klingt so. Ja, aber es dauert nicht mehr lange. Da merkt er, oh, hoffentlich kriege ich den Besen wieder zum Stillstand. Und da spielen die Streicher ganz nah am Steg, damit es so ein bisschen hässlich klingt. Mach das mal, ja? Ja, macht's mal ohne, dass es nicht am Steg ist. Ja, das klingt nicht so unheimlich, nein. Ja, und jetzt kommt natürlich so, dass das Wasser schon die Treppenstufen runterläuft. Hört mal an, wie das Wasser die Treppenstufen runterläuft. Das machen die Streicher. Und dazu kommt das Thema in den Bläsern, das hol mir das Wasser. Und so weiter und so weiter. Und der Zauberlehrling ist verzweifelt. Jetzt heißt es nicht mehr der Zauber gelingt. Jetzt heißt es zu Hilfe, zu Hilfe. Und wenn ihr richtig hinhört, kommt der Hilferuf, wird immer höher und immer kürzer und immer schneller. Und schließlich weiß er sich nicht anders zu helfen, als dass er den die Axt holt. Hört euch das mal an. Zu Hilfe! Mitte zertrümmert. Die Schläge von der Axt, das haben wieder die Streicher gemacht, an dem Steg. So. Ja, nochmal richtig kräftig. Ja, das reicht noch nicht. Da muss man auch noch das Becken dazu nehmen. Da muss man ganz schnell mit der anderen Hand das Becken abdämpfen. Spielt's nochmal alle zusammen, die Schläge. Und dann fällt der Besen unten runter. Wir spielen es gleich nochmal, dass ihr das nochmal gut hört. Und dann merkt ihr, erst steht die eine Hälfte auf, dann die andere. Jetzt die eine Hälfte im Fagott. Hol mir das Wasser. Jetzt die zweite mit der Klarinette. Ja.
Und jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an. Der Zauberlehrling ist verzweifelt. Jetzt kommt der zweite Besen in der Klarinette. Und so weiter, ja, die Verzweiflung pur. Als er fast zu ertrinken droht, der Zauberlehrling, da wird das Besenthema, nein, nicht das Besen, das Zauberlehrlingsthema, zu Hilfe ruft er, ja, gestopft, aber so laut wie es geht. Macht mal das. Zu Hilfe! Und die Trompete sagt, wie geht's mir so schlecht, so schlecht? Und jetzt ist ein Hexensabbat da. Freut sich der, triumphiert der Besen. Achtung! Zu Hilfe, zu Hilfe! Hört man, wie das Wasser runterrauscht und raufrauscht. Hört man, wie es raufrauscht, das Wasser? Ja, die Harfe kann das natürlich besonders schön. Mach's nochmal. Ja, es rauscht nach oben, aber auch nach unten. Das klingt so. Jetzt hört's, wie es zusammenklingt, rauf und runter zugleich. Und ihr seht, fast ertrinkt er schon, der arme Zauberlehrling. Aber im letzten Moment, ihr wisst es ja, kommt der Hexenmeister zurück. Das klingt so. Das Wasser fließt in weiter Ferne. Und die Bratsche heult, der Zauberlehrling. Ach, wie geht's mir so schlecht, so schlecht. Der Besen steht wieder in der Ecke. Jetzt hören wir uns das Stück von vorne an. Es dauert 10 Minuten und ihr werdet alles verstehen, wie das mit dem armen Zauberlehrling zugegangen ist.
Thank you.
Jetzt kommt mit der Klarinette die zweite Besenhälfte. Das Herzklopfen, das machen die Streicher mit dem Pizzicato ganz schnell gezupft. Und die Verzweiflung.
Schön, dass ich noch stehen bleibe.